Was tut denn da Schönes? Das kommt erst später. Patrick. Ja. Frage. Weihnachten. Freust dich? Hey. Patrick ist mehr oder minder auf Kriegsfuß. Nee, Kriegsfuß ja, ist zu viel gesagt. Wohlwollende Ignoranz. Ich würde gern Winterschlaf halten und das alles einfach überwintern. Liegt auch daran, dass natürlich VeganerInnen im Winter extra eklatanten Vitamin-D-Mangel haben. Und deswegen müssen wir als mangelernährte Pflanzenfresser uns dann in eine Höhle legen und geschützt vor Wind und Wetter unser Proteindefizit verwalten. Aber Patricks Verhältnis zu Weihnachten wird auch immer mal wieder verfilmt. Auch dieses Jahr wieder. Der Grinch. Der Grinch, ja. Benedict Cumberbatch hat die Ehre, mich sprechen zu dürfen in diesem Film. Aber ja, die Farbe ist noch nicht ganz passend, aber ansonsten fühle ich mich gut repräsentiert bisher. Meine Theorie ist nach wie vor, dass es bei Menschen ähnlich funktionieren könnte wie bei Flamingos. Das heißt, statt Krebstiere zu essen und rot zu werden, würden wir als Grünzeugfresser irgendwann einfach grün. Und dann kommt er eben dabei raus. Der Grünch. Vergrünt, genau so. Du hast vorhin noch was, Benedict Cumberbatch hat noch irgendwie eine spezielle... Ja, er ist ja mittlerweile auch vegan. Er ist auch so ein penetranter Veganer, der irgendwie es gern mal erwähnt. Also... Krass. Ja. Ein sehr sympathischer Mensch. Benedict Q. Cumberbatch, wie man ihn jetzt nennen kann. Und ich dachte, mein Grünsch wäre schlimm, aber... Es ist nach unten ist noch viel Luft. Nach unten ist noch viel Luft. Wir haben aber auch nach oben noch Luft. Ja. Und zwar im Sinne der Weihnachtlichkeit. Also mit Weihnachtsmusik bist du ja sonst auch eher, naja, eher nur flüchtig verwandt und bekannt. Ja. Wir haben aber den Patrick dazu bekommen, schon letztes Jahr bei einer Sache mitzumachen, die musikalischer Natur ist. Wenn ihr dieses ominöse Internet besucht und dort mal nach Kleines Licht und Weihnachtsalbum sucht, findet ihr ein YouTube-Video, wo dieser junge Herr hier einen Gastauftritt hat. Zu meiner Verteidigung, ich wusste vorher nichts davon. Ich durfte auch keine Fragen stellen. Du bist dann da. Punkt. Das ist richtig. Das haben wir so gemacht und dann haben wir dem Patrick Kameras ins Gesicht gehalten. Und was dann passiert, das könnt ihr halt in diesem Musikvideo zu dem Lied Kleines Licht nachsehen. Und dieses Jahr... Auch wieder Musik. Gibt's auch wieder Musik? Wer hätte das gedacht? Was sind das für Leute? Was ist das für Musik? Ja, es sind, also wir befinden uns hier gerade im schönen Dresden. Und ich habe letztes Jahr schon ein Album gekauft von Weihnachtsmusik zum Verschenken an meine Familie, weil das Schlimmste ist für mich immer Geschenke finden und sowas. Und natürlich käme ich eigentlich nie auf die Idee, Weihnachtsmusik zu verschenken, weil, ich weiß nicht, wie man sich Last Christmas immer noch antun kann vor den Feiertagen, um die Feiertage. Oder Schneeflöckchen, Weißröckchen und so, solche Sachen und diese ganzen Klassiker. Und von daher gibt es da wenig, was so meinen persönlichen Geschmack trifft. Aber dann gibt es noch so eine Horde von jungen MusikerInnen aus Dresden und Umgebung, die haben genau dieses Problem erkannt. Mhm. Und genau deswegen heißt das Weihnachtsalbum auch neue Lieblingslieder. Das ist also der dritte Jahrgang von das Weihnachtsalbum. Und du bist auch wieder dabei, habe ich gehört. Ja, ich darf ein Duett singen mit der wunderbaren Anna Miau, einer der InitiatorInnen dieses Albums. Die ganzen KünstlerInnen, die da auftreten, stellen ihre eigenen Songs und Kompositionen kostenfrei bereit. Das ist eine reine Benefizplatte. Und das war es auch in den letzten Jahren schon. Und dieses Jahr wird mit dem Verkauf oder mit dem Erlös aus dem Verkauf der CDs unterstützt Animal Equality. Animal Equality kennt ihr vielleicht, eine dieser hochgradig effektiven Tierrechtsorganisationen, die mit jedem gespendeten Euro richtig viel anfangen können. Das sagt zumindest Animal Charity Evaluators, eine Seite, die sich anguckt, welche NGO mit Spendengeld halt welchen Wirkungsgrad erzielt. Ihr kennt vielleicht auch das Projekt iAnimal. Diese VR-Brillen, die es auf Infoständen und so dann zu sehen gibt, wo man quasi sich in die Position eines Tieres begeben kann und dann 360 Grad und Umblick quasi das erleben kann. Das wurde auch von Animal Quality ins Leben gerufen. Ja. Und es wird auch international dort genutzt. Animal Quality ist in vielen Ländern der Welt tätig und übersetzt dann eben auch dieses iAnimal-Projekt mit prominenten Personen aus den jeweiligen Ländern, sodass man sich zum Beispiel mit der Stimme von Christoph Maria Herbst durch die Zustände in der Hähnchenhaltung und Ähnlichem führen lassen kann. So, jetzt aber, wie kommt man an die CD, wie kann man da spenden, wie funktioniert das?
Ja, also dieses ominöse, angesprochen schon wordene Internet ist da eine sehr, sehr gute Quelle. Internet? Das hat das Leben teilweise doch durchaus vereinfacht, auch wenn es auch seine Schattenseiten hat manchmal. Es gibt eine Webseite. Eine Webseite, die hat den sehr, sehr komplizierten Namen www.weihnachtsalbum.com. Auf dieser Webseite gibt es auch einen Webshop. Da kann man zum Beispiel CDs bestellen. Man kann auch einfach eine E-Mail schicken an cd@weihnachtsalbum.com, schreibt in den Betreff rein Animal Equality und schreibt in die Mail rein, wie viele CDs und an welcher Adresse man das gerne hätte. Oder auch für Menschen wie Patrick, die mit diesen physischen Tonträgern auch nicht mehr viel anfangen können, gibt es auch die Möglichkeit eines Downloads. Dazu geht man dann auf weihnachtsalbum.bandcamp.com. Und dort haben wir auch die Möglichkeit, die Weihnachtsalben der letzten Jahre noch mit runterzuladen. Zum Beispiel auch im Bundle alle 3 Alben für 30 Euro und davon sind dann 6 Euro Spende. Das heißt, doppelt und dreifach Gutes getan. Man stellt sich nicht die Bude voll, man hat trotzdem ganz viel neue tolle Musik, ganz viele neue tolle Lieblingslieder und man hat eine dreifache Spende getätigt. Großartig. Großartig. Mhm. Ja, wollen wir es dabei belassen? Ja, ich denke auch. In diesem Sinne, hört doch einfach mal rein. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Also selbst ich als Weihnachtsmuffe konnte damit einiges anfangen. Mhm. Und wenn man halt dann auf diesem Weg auch noch irgendwie mehrfach Gutes tut. Naja. Bis später. Bis später. Alles Gute. Ich wage einen nächsten Schritt. Meine Augen offen, ich kann noch so viel sein. Ich will mich befreien.